Hallo meine Lieben, ich bin Adel André und ich reise im Moment durch die Türkei mit meinem Camper, mit meinen zwei lieben Hunden Gordy und Buddy. Und wir sind, wo sind wir jetzt? Bei Pinara. Also ich bin im Südwesten der Türkei, bei Mezarlari. Also es sind so Felsengräber wieder zufällig auf meiner ganzen Reise jetzt. Zum dritten Mal lande ich bei Felsengräbern. Hier ist auch ein Amphitheater, alles frei, kein Eintritt, keine Menschen, außer noch ein weiterer Camper steht hier. Und ich bin gestern im Dunkeln hier angekommen. Und und siehe da, also ich wusste, dass es hier das gibt, aber es lag genau auf meiner Route, wie ich und ich wollte genau hier Halt machen, weil ich nicht im Dunkeln weiterfahren wollte. Und es passte wieder perfekt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir gehen einfach mal hier lang. Die Felsengräber sind da oben irgendwo. Also vom Weiten konnte ich sie sehen. Also wieder hammermäßig. Richtig alte Felsengräber. Keine Ahnung. Ich habe mich jetzt nicht informiert, aber die letzten, die waren auf jeden Fall auch so vor Christi. Tausende von Jahren. Worüber erzähle ich heute? Keine Ahnung. Also das ergibt sich immer, während ich laufe. Mal schauen. Das sieht auch hammermäßig aus hier. Der Baum, der wächst einfach hier so auf dieser Ruine. Auf dieses Stück, was noch übrig ist. Also hier ist auch wieder irgendwas Treppenartiges. Also das ist wirklich mega, mega alt. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber mit einem mega Blick hier auf die Berge hinten, die weiße Gipfel haben da hinten. Da ist gestern der Vollmond aufgegangen. Das sah mega aus. Ja, da ist der Buddy, ja? So, also wir haben die ersten Felsengräber schon entdeckt. So sieht's hier aus. herrlich, herrlich. Also sehr spannend hier. Kann man sogar reinschauen. Ehrlich, sehr interessant, muss ich sagen. Wunderschöne Landschaft hier. Und da oben sind auch ganz viele Löcher, sehe ich. Aber da kommt man nicht wahrscheinlich so einfach hin. Da oben ausgemeißelte Rechtecke in den Felsen. Also, es ist super spannend. Die Hunde finden es auch mega spannend. Laufen hier schon mal weit weg. Komm mal hier. Und überall sind hier die Felsengräber. Also auf der anderen Seite sehe ich da welche. Nochmal ranzoomen. Buddy. Und dann sehe ich da oben wieder welche. Also das kann man jetzt nicht gegen Licht sehen. Unter der Sonne ungefähr. Weiter. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Sieht auch mega aus, dass das hier keinen interessiert. Also, ja, da kommt der Buddy. Geh nochmal da hoch. Also es verläuft sich wie so ein Labyrinth hier. Also hier gibt es keine Wege. Man kann hier kreuz und quer laufen und muss dann sehen, was man so entdeckt. Also wirklich eine Entdeckungswanderung. Ja,
Ja, das ist auch irgendwas Interessantes. Kann man nur nicht mehr erkennen, was es war. Also, auf jeden Fall sehr alt. Das sieht auch sehr skurril aus. Also, ich muss sagen, vielleicht erzähle ich nochmal, wie ich zum Heiligen Gral kam, zu dem Thema. Der Heilige Gral. Das erinnert mich auch irgendwie daran. Und zwar, bei den letzten Gräbern, wo ich war, wurde ich von meiner Freundin einmal und an der anderen Stelle von der lieben Abo-Schwester Walli auf den Heiligen Gral aufmerksam gemacht. Also die haben mir dann etwas geschickt dazu. Zufällig. Also was, das hat also, die haben das nicht geschickt, weil sie eine Verbindung dazu gesehen haben, sondern die wurden dahin geleitet oder hatten den Impuls oder was auch immer. Und dann hatte ich dann darüber erzählt, habe das kombiniert, habe gedacht, ja okay, was ist denn der Heilige Gral? Ich habe mich davor noch nicht damit befasst. Und dann kam ich so drauf, also ich habe jetzt nicht zu viel Informationen zu mir getragen, sondern ich versuche das dann zu kombinieren, die wenigen Informationen, die ich habe. Und dann bin ich auf die Erkenntnis gekommen, dass der Heilige Gral nicht im Außen zu suchen ist, sondern wie alles im Leben in uns. Ja. Es ist der physische Körper, quasi der Tempel der Seele. Und ja, lustigerweise passt das ja auch zu den Gräbern, weil der Körper wird in diesen Gräbern bestattet. Der heilige Körper quasi. Der Tempel der Seele, der Heilige Gral. Das ist alles. Unser Körper besteht aus Blut, ja? Und man sagt ja auch beim Heiligen Gral, das ist das Christusbewusstsein und Blut Jesu oder Blut Christi oder was auch immer. Und wir bestehen daraus. Deshalb passt das so gut zu meiner Erkenntnis auch mit den Gräbern. Jedes Mal. Also jetzt bei diesen habe ich ja natürlich keinem erzählt, dass ich wieder an Gräbern bin. Vielleicht kommt dann wieder was. So, hier kommen wieder ein paar Gräber. Das sieht auch mega interessant aus. Das sieht sogar ziemlich gut noch erhalten aus, teilweise. Diese Gräber wurden auf jeden Fall für ja, die königliche Familie von früher, die hier geherrscht haben, erstellt. Und die hatten immer so einen tollen Blick, quasi, während sie eigentlich schon tot waren. Okay, wir versuchen einfach mal hier hoch zu klettern. Ein wenig, vielleicht kommen wir näher. Die Hunde, die können das. Oder doch nicht. Aber hier gibt es sogar eine Treppe, sehe ich. Eine ganz alte Treppe. Also es ist echt tausend von Jahren alt hier.
Ah, hier kommt man sogar hin. Ja, schau mal, das ist doch spannend. Ne? Die Hunde finden das auch mega spannend. Ja, geil, da gehen wir da rein. Aber die Gräber sind alle leer. Ne? Keine Ahnung, wo die Sarkophage hin sind. Ja, ist alles weg. Hier ist auch noch eine alte Inschrift. Also sehr spannend. Ich finde das super. Also ich muss es nicht unbedingt alles verstehen. Es reicht mir schon, einfach hier rumzuklettern. Aber da muss ich jetzt nicht hin. Aber da gehen wir ja hoch. Da kann man sogar hochgehen. Das ist auch eine alte Treppe. Also das ist die Treppe. Boah, guck mal, der Buddy, der hüpft hier schon hoch. Okay, also jetzt wird es ein bisschen mulmig bei mir, weil ich dann ein bisschen Höhenangst habe. Aber das schaffen wir doch, oder? Aber ich lege die Kamera mal auf Seite. Okay. Wir haben es geschafft. Aber es ist, geht recht steil hier runter. Also hier möchte ich nicht abbrechen, sage ich mal. So sieht es hier aus. Okay. Also, da will ich noch hin. Versuchen wir es noch. Ein bisschen Abenteuer muss sein. Immer mal ein bisschen Schritt für Schritt die Angst überwinden. In allem, was man an Ängsten hat, sollte man immer an deine Grenzen ein wenig gehen. Wow, geschafft! Um dann ein Erfolgserlebnis zu haben und seine Angst schrittweise wieder zu verlieren. Auch vor der Dunkelheit. Da rein will ich aber nicht gehen. Okay. Also sehr, sehr spannend, sehr spannend. Die Hunde finden es auch mega, mega spannend, die zwei. Die zwei Seelenbrüder. So sieht es hier aus. Okay, also ich gehe wieder runter und dann wandern wir noch ein wenig hier durch den Canyon. Okay, ich habe es geschafft, die letzten Schritte. Also das war wieder Nervenkitzel ein bisschen. Wir gehen jetzt mal wieder in die Sonne. Ha, herrlich. Noch ein bisschen aufpassen, ein bisschen Geröll hier. Nicht zu früh freuen. Ich rede ja über den Tod. Im letzten Video zum Beispiel habe ich über den Tod gesprochen. Und dann komme ich wieder an die Felsengräber. Also nicht, dass mir noch was passiert. Weil ein Thema baut sich auf das andere auf bei mir irgendwie. Und daher sollte ich jetzt mal ein bisschen aufpassen. Ich habe keine Angst vor dem Tod, ne? Allerdings möchte ich nicht jetzt schon gehen, weil ich glaube, dass noch was anderes für mich kommt auf dieser Welt. Oder für uns. Für die, die in die neue Zeit gehen wollen. Denn wir leben im größten Wandel der Zeit. Also man sagt ja, alle 26.000 Jahre entsteht so ein großer Wandel. Ja, der Maya-Kalender geht nur 26.000 Jahre, glaube ich. Auf jeden Fall endet der Kalender jetzt, also 2012 ist er geendet. Und seitdem gehen wir diesen Wandel durch. Vor allem in den letzten Jahren. So.
Gehen wir hier weiter. Und wir laufen jetzt einfach mal hier so diese in diese Schlucht gleich rein oder entlang. Also hier gibt es eigentlich keine wirklichen Wege. Hier sind schon mal ein paar Leute gegangen. Man sieht so ein bisschen ausgetreten. Deshalb laufen wir jetzt einfach hier. Also so liebe ich das, ne? Also Ruhe, keine einzige Menschenseele hier. Und nur wir. Und es ist mega spannend. Bestes Wetter. Ich bin so dankbar wieder, dass ich hier hingeführt wurde. Ja. Was mir noch einfällt, was mir das auch bestätigt, dass wir nicht im Außen suchen sollten, nach dem Heiligen Gral oder was auch immer, ne? Nach dem Glück oder was auch immer. Ich gerade als Reisender bin ja auch viel im Außen, aber ich merke, die äußere Reise hilft mir in meiner inneren Reise, weil ich immer wieder Schnipsel kriege, Puzzlestück, die ich dann kombiniere zu dem großen Ganzen. Und ja, zum Beispiel wurde ich von einer Gottesanbeterin, die ich gesehen habe, über die Botschaft des Krafttiers darauf hingewiesen, mehr zu meditieren. Das heißt, in mich zu kehren, also wieder ins Innere und nicht im Außen. Seitdem ich das mache, also nicht nur die Gottesanbeterin, sondern hat auch noch eine Abonnentin mir geschrieben, eine liebe Abo-Schwester, ja, wie wär's, wenn ich eine Friedensmeditation, so eine gemeinsame Friedensmeditation, ein Live-Video mache mit mehreren. Also, und ich habe bis dahin noch gar keine Erfahrung mit Meditation gehabt. Also ich habe zwar ab und zu mal selber meditiert, aber ich bin jetzt kein Spezialist. Und ja, und dann kam das und das und dann dachte ich, ja okay, ja komm, mach mal. Ne? Ich habe ja auch noch einige Helfer in mir, einen kleinen oder einen großen Drachen wahrscheinlich, einen goldenen Drachenenergie und dann eine Energieplatte, die man zur Meditation nutzen kann, für eine Energieübertragung. Und es funktionierte auf jeden Fall auch über Bildschirm, Videoübertragung. Also es geht ja nicht über das Bild, sondern über das Quantenfeld, kann man sagen. Und so kommt eins nach dem anderen, so werde ich geleitet. Und ja, mir fällt auch noch dazu ein, dass ja, je bewusster ich werde, desto mehr denke ich nach über diese Dinge. Und das, da muss man halt aufpassen, oder muss ich halt aufpassen, dass ich nicht zu viel in meinen Gedanken nachher verloren bin. Okay, wir gehen jetzt langsam hier rein in den Canyon, in diese Schlucht rein, weil es hier oben nicht mehr weitergeht. Sieht auf jeden Fall schon sehr interessant aus. Mal gucken, ob wir da überhaupt reinkommen. Irgendwie wird es einen Weg geben. Die Hunde finden meistens den Weg. Also hier ist ein kleiner Pfad. Hier sind schon mal Leute gegangen. So, jetzt gehen wir hier runter. Also, ich habe jetzt das Thema für das Video gefunden. Und zwar heißt es, der Weg führt nach innen. Der Weg führt nach innen. In den Canyon hinein. Jetzt gehen wir rein. Okay, ich bin jetzt auf der anderen Seite der Schlucht. Ich habe keine Lust, unten im Schatten rumzulaufen. Ich muss ein bisschen klettern, um hier oben zu sein. Die Felsstruktur sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Als ob da auch irgendwas reingemeißelt wurde, teilweise.
Ein paar Löcher, auf jeden Fall, ja. Die schauen wir uns mal kurz an. Boah. Und hier wachsen überall wieder diese Tulpen oder tulpenartige Gewächse. Überall. Ich freue mich schon, wenn die anfangen zu blühen. Ich hoffe, die blühen. Ja, so sieht's aus. Wieder mit so einem mega Blick auf diesen hinteren Berg da mit dem Schnee. Also, es hat sich auf jeden Fall tausendfach gelohnt, hier hinzukommen. Mir gefallen solche Plätze besser als diese Touristenplätze, wie zum Beispiel Ephesus oder so. Obwohl ich da auch reingegangen bin, weil ich da gerade zufällig war. Aber hier zahlst du nichts für. Und ich finde es noch irgendwie interessanter und spannender, weil man hier noch so schön klettern kann und so. Und ich kann meine Hunde mitnehmen. Also, was ich gesagt habe, vorhin, der Weg führt ins Innere. Ich bin ja so ein Gedankenmensch, ein Kopfmensch, kann man sagen. Ich habe ja auch was Technisches studiert und bin sehr analytisch. Und ja, jetzt darf ich lernen, die Gedanken auch mal loszulassen. Einfach mal nichts tun und meditieren. Ne? Und das fällt mir ein bisschen schwer. Ja, hier kann man leider nicht weiter hier oben in der Sonne bleiben. Dann müssen wir wieder runter. Also, es ist auf jeden Fall nicht so einfach hier herumzulaufen. Es gibt nämlich keine Wege. Ich finde es aber interessanter, als wenn es Wege gibt. Wie im echten Leben. Es ist doch viel spannender, neue Wege zu gehen. Hier ist auch wieder was Interessantes. Wieder so eine Art Sarkophag. Ein Grabstein. Überall verteilt hier. Also, ich erkunde lieber neue Wege. Auch im Außen. Klar, ich fahre bestimmte Strecken ab. Mit dem Auto kann ich ja schlecht neue Wege fahren. Aber ich informiere mich nicht so viel im Vorfeld und plane auch nicht so viel, sondern ich lasse mich dann leiten von meiner Intuition, Step by Step. Und dann gelange ich zu solchen Orten. Ja? Also ich wusste davon noch gar nichts. Sieht auch mega interessant aus, wieder hier die Seite. Aber man kriegt das leider nicht alles auf dem Video hier. Ist auch ziemlich verwachsen hier. Hier sind dann auch wieder so rechteckige Blöcke aus der alten Zeit. Es ist so spannend, der Buddy, der schafft es nicht mal in meiner Nähe zu bleiben. Den muss ich immer rufen. Der ist auch so ein Erkunder, ein Abenteurer wie ich. Wow, schau mal hier, wo wir jetzt sind. Da sind wieder irgendwelche rechteckigen Blöcke aufeinander gestapelt. Also, sieht mir auch irgendwie so wie so eine Katakombe aus oder sowas. Okay. Also hier gehen ganz, ganz wenig Menschen. Also ich sehe hier keine Spuren, ehrlich gesagt. Im Sommer ist es wahrscheinlich zu heiß und im Winter sind zu wenig Touristen. Wir haben keine Lust, dann im Winter hier zu sein. Also hier sind überall so Blöcke zu finden. Also es war auf jeden Fall auch eine antike Stadt, kann man sagen.
Ach so, mir fällt doch gerade ein, hier gibt es auch ein Theater, ein Amphitheater, soll es hier irgendwo in der Nähe geben. Ich schätze da, wo wir jetzt hingehen, in diese Richtung. Ja, hier ist mal was Rundes. Eine runde Säule. Wo sind denn die anderen Blöcke von den runden Säulen? Weggetragen oder was? Hm? Wisst ihr das? Das ist wie eine verlassene, verlorene Stadt hier im Urwald. Herrlich. Ich hätte Archäologe werden sollen. Ich wollte sogar Archäologie mal studieren. Aber es war mir zu wenig Technik. Deshalb bin ich zum Maschinenbau gekommen. Aber Bauingenieurwesen wäre auch eine Alternative gewesen. Ja, hier geht es irgendwie nicht weiter. Müssen wir zurück. Zurück, gehen wir zurück. Ja, es ist echt etwas anstrengend hier durchzulaufen, aber macht wirklich Spaß. Also ich frage mich, hier ist zum Beispiel eine Mauer. Ich stehe hier auf einer Mauer. Hier, das war mein Gebäude. Okay, das ist bis zum Grund quasi zerstört. Also man kann sagen, es ist zerstört worden. Das hat kein Erdbeben oder so zerstört. Das ist komplett platt alles gemacht worden. Das ganze Areal besteht aus solchen Steinen. Das ist mir bei vielen antiken Städten aufgefallen. Die Menschen haben früher sehr gut gebaut. Das war auf jeden Fall erdbebensicher, einigermaßen zumindest. Zumindest diese dicken Mauern. Und die sind komplett, also man erkennt da fast nichts mehr dran. Ne? Wer wollte, dass die Nachwelt das nicht sieht? So frage ich mich. Natürlich gab es früher auch Kriege und so, ne? Aber da muss man nicht solche Gebäude bis zum Grund auf zerstören. Das ist doch viel zu aufwendig. Da reicht doch einfach, dass man sich gegenseitig bekriegt und lässt die Gebäude einfach stehen und übernimmt das. Aber nein, meiner Meinung nach sollte die Nachwelt das nicht sehen. Quasi wie so ein Great Reset. Reset. Die Pyramiden zum Beispiel, die waren einfach zu groß, um komplett zerstört zu werden. Wie soll man auch so eine Pyramide abtragen? Das ist aufwendig. Okay. Keine Ahnung, was hier so passiert ist in der Vergangenheit, in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden. Das Spielfeld Erde hat immer wieder mal ein Reset erlebt. Und dann fing es wieder neu an, die Zivilisation aufzubauen, wie bei SimCity. Ach ja. Puh, wow, schau mal hier. Da wird auch wieder interessant. Sieht aus wie, ja, wieder so, wie so ein Deckel von einem Sarkophag. Hier sind überall diese Gräber, ne? Oder ein Becken. Keine Ahnung. Hier ein riesen Steinblock wieder. Klettern wir mal kurz hoch, um zu gucken, ob er hohl ist. Ja, tatsächlich. Das scheint auch wieder irgendwie so ein Sarkophag gewesen zu sein. Und das ist der Deckel dazu, der einfach mal so ein paar Meter weiter da liegt. Ja, ein paar Meter weiter. Noch mehr von diesen Blöcken. Überall liegen die hier. Also hier ringsrum zerstört, komplett mutwillig zerstört. Das ist nicht zerstört durch ein Erdbeben oder so. Es ist geplündert worden. Alle Gräber sind geplündert worden. Meistens gab es ja auch bei diesen königlichen Familien, die so bestattet worden sind,
Grabbeilagen. Oh, ein Schmetterling, der mir zugeflogen kommt wieder. Also, na, ist immer was Schönes. Ja, hier ein großes Ding, wieder mal. Und ja, solche Steine, ne, die fallen einfach nicht so ab und brechen nicht einfach so. Das sieht auch mega interessant aus. Hammer, Hammer, Hammer. Ja, und da kommen wir der Geschichte näher. Da oben sind ganz viele Rechtecke reingemeißelt in diesen Fels. Ich zoome nochmal. Also richtig viele von diesen Blöcken, die wurden, das sieht so aus wie gegossener Stein auf jeden Fall, gegossen in Rechtecken und dann diese fetten Deckel drauf, den man normalerweise nicht einfach so bewegen kann. Ne? Oder das schaffst du noch nicht mal mit 10 Leuten anzuheben, um das da drauf zu kriegen. Also die Menschen hatten früher schon einige Geräte. Und auch einige Geräte, um die wieder runterzustoßen und zu zerbrechen oder zu öffnen. Okay, also wo war ich stehen geblieben eigentlich? Also der Weg führt ins Innere. Das ist mir auch noch bei einem anderen Video aufgefallen. Meine Videos, die kommen kurzfristig, das Thema, und werden so auch geleitet. Also ich werde auch so geleitet, zum Beispiel hatte ich einen Kommentar, oder ja, ich möchte das nicht nochmal so aufwühlen, aber da haben Leute gesagt, ja, wie kannst du nur bla bla, ne, alles so positiv sehen in der Art, wenn es im Außen so Kriege gibt und großes Leid und Hungersnöte und Holocaust und alles, sogar die Vergangenheit wird dann noch hochgeholt. Und da habe ich erkannt, dass das bei den Menschen meistens noch das Leid im Inneren ist, weil sie sich von dem Leid im Außen ablenken und gehen damit auch noch in Resonanz. Das können die nur, wenn sie auch noch im Inneren Leid haben. Und ja, das heißt, der Weg führt immer ins Innere. Deshalb für den Wandel, in dem wir jetzt leben, ist es so wichtig, dass wir nicht mehr im Außen die ganzen Sachen betrachten und uns davon Angst machen lassen und ablenken lassen. Der Wandel geschieht in uns. So, nur innerlich können wir frei werden. Wenn wir im Inneren frei werden, werden wir auch im Außen frei. Wenn wir im Inneren in Frieden kommen, werden wir auch im Außen den Frieden erleben. Jeder für sich. Das ist meine Überzeugung. Okay. Boah, herrlich. Der Blick hier ins Tal und dann auf den Hammerberg da hinten. Ich zoome den nochmal. So einen besseren Blick kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr auf diese Felsen hier und Gräber da oben noch zu erkennen. Hier haben wir noch mal ein Riesending. Also die sind alle so groß, ne? Also ich stelle mich mal daneben. Herrlich. So, da haben wir es. Ja, also hier geht es irgendwie nicht mehr weiter. Ich muss ein bisschen tiefer gehen. Ich bin viel zu weit oben. Unten gibt es auf jeden Fall einen Weg, habe ich gesehen, auf der Wander-App. Ups, und da gehen wir jetzt hin. Und dann gehen wir zum Amphitheater. Wir haben auch überall wieder diese Tonscherben, die ich schon mal gefunden habe auf dem Weg.
Ganz alte Dinger. Liegen hier überall zerstört. Kaputt, alles kaputt, kaputt, kaputt. Das ist auf jeden Fall nicht hierhin gebracht worden, um den Boden feucht zu halten, weil Ton quasi die Feuchtigkeit speichern kann. Also, das war ja eine Erklärung. Aber meiner Meinung nach ist hier einiges mutwillig zerstört worden. Wundervoll, oder? Der Baum hier, ey, der hat den besten Platz überhaupt. Also eine Abo-Freundin meinte mal, ja, vielleicht wirst du genau zu diesen Städten geführt, wo du mal früher auch als Mensch inkarniert bist und holst dir so Seelenanteile zurück. Mag sein, also wir hatten ja schon hunderte Leben oder tausende, ich weiß es nicht, immer wieder. Es gibt ja keine Zeit, ne, als Seele, unendlich. Mag sein, dass sich mein Unterbewusstsein erinnert. Also, wow, hier gibt es auch nochmal einen mega Blick runter. Da müssen wir hin. Okay. Hier ist was Rundes, mal ausnahmsweise. Da sind auch wieder rechteckige Blöcke überall verteilt. Ah, und das Amphitheater sehe ich. Da unten. Da laufen wir jetzt hin. Ja Gott, die finden es auch mega spannend. Ne? Wow. Herrlich. Das ist also der Canyon. Ich bin quasi da hoch, hinten rum hochgelaufen. Hier wäre ich gar nicht hochgekommen. Und dann bin ich jetzt so geführt worden, dass ich genau hier an der Kante zurückkomme und kann hier runterschauen. Und hier sind noch einige, also hier ist ein Trümmerhaufen. Ich laufe auf Trümmer. Das ist komplett sowas von zerstört. Wundert mich überhaupt, dass hier diese Säulen stehen, teilweise. Und das ist wieder ein Grab im Fels reingemeißelt. Eine interessante Architektur, auf jeden Fall. Der Buddy läuft einfach mal da so rein. Der Gordi auch, da kennen die nichts, ne? Also, wer das zerstört hat, der hat auf jeden Fall andere Gerätschaften. Also, keine Ahnung. Also mit Körperkraft ist das nicht getan. Keine Ahnung. Alles ist ein Mysterium hier auf dieser Welt. Und ich glaube, dass wir in naher Zukunft die Wahrheit erleben werden. Denn die Wahrheit sind wir. Die Wahrheit ist in uns. Und nur so kommen wir zur Wahrheit. Im Außen. Wir können alles in uns eigentlich finden. Aber es ist zu aufwendig, ja? Einfach zu sitzen und zu meditieren. Musik.
das ist der Abschluss quasi. Das Amphitheater. Hammerlage vor diesem Fels, da wo die Gräber sind. Und im Hintergrund dieser Riesenberg, der schneebehangen ist. Hier führt der Canyon rein, der viel Schatten spendet, auch im Sommer. Und kühl ist. Also eine perfekte Lage wieder mal. Das ist auf jeden Fall ein Kraftort. Und ich komme hier an, genau zu Vollmond. Diesen super Vollmond hier. Mit, wie sagt man, mit der gleichen Stellung wie Alkyone, einem Stern, ich glaube der Hauptstern, also, oder Sonne kann man auch sagen, von den Plejaden. Und ja, und ich bin jetzt hier allein, wieder mal mit meinen Hunden und hab ich kann das alles noch nicht so ganz verstehen, was das zu bedeuten hat, aber es wird immer interessanter. Ich merke, wie ich geführt werde. Es entstehen Synchronizitäten immer mehr und ich kriege so viele Erkenntnisse und ich genieße die Türkei immer mehr und kann jetzt hier ein bisschen chillen. Der Gordi findet es auch mega. Buddy auch. Also es ist echt das Wetter perfekt wieder mal. Es sollte heute eigentlich regnen. Wird wahrscheinlich erst späten Nachmittag die Wolken kommen. Wir werden heute wahrscheinlich noch ein bisschen weiterfahren bis zur Küste wieder. Ja. Wir dürfen gespannt sein auf das, was noch kommt. Also, es bleibt spannend. Also bisher, muss ich sagen, hat die Türkei mich sehr positiv überrascht. Und es geht weiter, teilaufwärts. Da bin ich mir sicher.